16 Bars TV auf dem Splash 2015. Mein Name ist Visavi und neben mir sitzen Alias und Mauli. Würde ich sagen, legen wir einfach los mit dem allerersten, vielleicht auch allerletzten, wir werden mal schauen, Trash-Quiz hier auf dem Splash. Letzte, ehrlich gesagt, aber wird schon. Also ich finde die Frage echt schön. Mauli gegen Alias im Trash-Quiz auf dem Splash 2015. Die allererste Frage. Die ist ganz einfach, da gibt es auch keine Antwortalternativen. Also ihr müsst einfach nur die Antwort geben und ja, wer zuerst... Ne? Jetzt bin ich aufgeregt, jetzt bin ich aufgeregt, der Druck steigt. Oha. Eine Sache noch, um dich wieder ein bisschen runterzubringen. Die Hand bitte nicht auf den Buzzer. Du kannst sie neben den Buzzer legen, so, aber Hauptsache nicht da drauf, okay? So, die erste Frage lautet, welcher Rapper forderte gerichtlich sein Hack ein? Animus. Richtige Antwort. Was ist daran Trash? Das ist doch sein Recht, sein von Gott gegebenes Recht. Was ist daran Trash? Sagen wir mal so, das zählt jetzt nicht zu den Hip-Hop-Elementen, seinen Hack einzufordern, ne? Also das ist so ein Thema am Rande halt, ne? Aber ich... Auf jeden Fall. Ich mochte die Zeit sehr. Auch der Diss-Track, den er dann, wo er die ganze Wahrheit aus dem Was los nochmal in den Track gemacht hat, das war sehr geil. Es steht 10-0, aber wir haben noch so viele Fragen, also. Hättest du es aber gewusst, ja klar, ne? Irgendwie ein bisschen. Der zinkt sowieso hier rum. Aber, nee. Du warst einfach ein bisschen spät dran, ne? Ja, erstmal um die Frage zu verarbeiten. Ich meine, Reaktions. Also Animus ist ein sehr großer Liebling von mir. Und keine Ahnung, wenn man jetzt so viel auf Twitter am Start ist, so Hack wird ja im Moment überall eingefordert. So, deswegen. Er muss wahrscheinlich sich erstmal ordnen, wer da jetzt alles im Hack-Game war und wer alles den Hack gefordert hat. Animus war auf jeden Fall der Begründer des Hack-Games, von daher. So, die nächste Frage. Hier gibt es für euch drei Antwortmöglichkeiten. Also, wenn ihr es... Man kann aber auch schon davor drücken, ne? Man kann schon davor drücken, aber die Frage wird dann halt auch nicht weiter vorgelesen. Welchem Rapper erteilte Vega ein Frankfurt-Verbot? Mach mal bitte erstmal ABC, sorry. Ja, jetzt hast du gedrückt, das ist das Problem. Nein, wow, wenn nicht... Nee, dann möchte ich doch raten, Ozen Ruff. Das ist die falsche Antwort. Okay, wer? Also, wenn du möchtest... Ozen, er war ja dann nicht mehr Ruff. Nur Ozen? Auch falsche Antwort. Ganz kurz, wie bei Punkte, weg mit den Punkten. Minus, also nee, also bei 0 sind wir wieder. Du hast es jetzt sehen, also wir sind bei 0. Gegner hier, siehst du das? Spielt alleine. Nee, er ist bei 0. Er hatte ja 10. Jetzt ist er bei 0. 10 abgezogen. Frag mir, ich dachte vielleicht... Kann ich da Verwirrung stiften? Kann ich sie noch beantworten, die Frage? Du kannst die Frage noch beantworten, wenn du das möchtest. Kann er sich die Möglichkeiten anhören? Kann er sich noch die A bis C an Möglichkeiten anhören? Darf er schon, ne? Endlich kann ich das. Genau. Dann gebe ich dir jetzt drei Antwortmöglichkeiten. Und zwar A, Farid Bang, B, Babassat, C, Nazar. C. Ah ja, muss ich noch drücken? C. Das war auf Twitter ein Thema. Richtige Antwort. Damit, wenn Twitter vorkommt, da bin ich am Start. Damit ist alles komplett auf den Kopf gestellt nach dieser Frage. Wir haben 10-0. Ja, es geht wieder komplett von vorne los. Das schmeckt dir, ja. So ein 10 zum Beispiel schmeckt dir, ja. In der nächsten Frage gibt es wieder Auswahlmöglichkeiten für euch. Drei an der Zahl. Und sie lautet: Wie lautet der Zusatztitel zum King Orgasmus One Pornofilm Orgi Pörnchen 6? A. Berliner Stuten heiß und dreckig. B. Fickbratzen aus Berlin. C. Ficken bis der Arzt kommt. B. Das wäre? Was mit Trinken nicht zu ficken? Keine Ahnung. Stuten aus Berlin? Fickbratzen aus Berlin wäre ja. B gewesen. Ja, vielleicht. Stimmt das? Meinst du? Ja, ich glaube schon. Richtige Antwort. Das war jetzt einfach geraten von dir, ne? Nee, ich dachte eigentlich, Fick bis zum Mittelpunkt der Erde, aber das war, glaube ich, einer später. Ich habe auf den gewartet und dann dachte ich so, nee, okay, dann klang C so beschissen und dann dachte ich mir, nee, dann wahrscheinlich eher B. Somit steht es 10-10, das war die richtige Antwort. Fickbratzen aus Berlin habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Jetzt gibt es tatsächlich noch mehr Auswahlmöglichkeiten bei der nächsten Frage. Sogar, warte, 1, 2, 3, 4, 5 Auswahlmöglichkeiten. Oh, da ist die bestimmt schwer, oder? Das werdet ihr jetzt selber beurteilen. Es ist ja allgemein bekannt, dass beim VBT schon immer sehr absurde Namen vorkommen, hier und da, ne?
Und jetzt werde ich euch eine Reihe von VBT-Rappernamen vorlesen. Und einer davon ist frei erfunden. Ihr müsst uns also den sagen, der frei erfunden ist. Du bist raus bei VBT? Ja, komplett, ehrlich. Vielleicht schaffst du es ja so vom Gefühl her. Mach mal, hör dir mal an, ist lustig, wie die heißen manchmal. Also, A. Kendrick Lamar. B. Bernd ohne Namen. C. Haram Harald. D. Die Zwiebel. Und E. Stutenheino. Ich glaube, C gibt's nicht. Schaut das an Kendrick Lamar. Ich glaube, C gibt's nicht. Was war C? Warte. Er war lustig auf jeden Fall. Sag mal nochmal. Haram Harald? Oh, Haram Harald, genau. Ich glaube, den gibt's nicht, oder? Richtig. Aber das ist frei erfunden. Das ist euer Humor, da dachte ich mir, attackt. Tja, somit steht's jetzt 20 zu 10 für Mauli. Zieht an mir vorbei. Willst du auch noch was machen heute? Oder? Es kommt jetzt noch. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal nichts so. Du, wir sind gerade mal. Wir haben noch Specials. Wir sind gerade mal bei der vierten Frage. Ja, sowieso ab bei den Specials. Hättest du Bock jetzt auf ein Special? Nee, aber. Pech gehabt, weil jetzt gibt's ein Special. So, ihr bekommt dafür gleich von mir Zettel und Stift. So. Jeder einen Stift. Es ist ein sehr schönes Thema, finde ich. Und zwar läuft das jetzt wie folgt ab. Ihr kriegt diese Zettel von mir. Auf diesen Zetteln stehen Weisheiten. Und zwar Weisheiten über Frauen. Das machen ja Rapper auch mal ganz gerne so. Über die Liebe und über Frauen philosophieren bei Twitter, Facebook und sonstigem. Das ist Homo-Shit. Da bist du raus? Nee, doch, aber... Generell halt. Wollte ich einfach nur, ich wollte auch mal ein bisschen Trash einwerfen. Ich möchte kurz loswerden, dass ich gestern den Produzenten von Genetik gesehen habe, wie er mit Maske im Backstage seine Freundin geküsst hat. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper. Vor Ekel oder vor Freude? Nee, vor Fremdscham. Das Mädchen hat mir leid getan irgendwie. Vielleicht ist es Liebe einfach. Also. Aber so, ich weiß nicht. Na gut, lassen wir die mal ihr Ding machen und widmen wir uns den anderen Rappern. Also, es gibt drei Aussagen zu Frauen und dazu gibt es drei Rapper. Und ihr müsst quasi der Aussage dem Rapper zuordnen. Ich werde euch das vorlesen. Wir legen die mal hier. Drei Rapper und drei Aussagen. Und ihr müsst sagen, welcher Rapper hat welche Aussage getätigt. Noch nicht umdrehen. Ich lese euch jetzt die Aussagen erstmal vor. Die drei Rapper, dann dreht ihr um und dann habt ihr nochmal 30 Sekunden Zeit, um in euch zu gehen und zuzuordnen, okay? So, erstmal die Weisheiten. Die Nummer 1. Die Qualität einer Frau erkennst du nicht daran, wie viele Männer sie hatte, sondern wie viel sie abgelehnt hat. So, das nächste wäre, in einer Beziehung ist es wie bei einem Banküberfall. Du brauchst den richtigen Komplizen, sonst wird das nichts. Oder wie bei allem, für was man zwei braucht. Du brauchst wer anders, alles klar. Und die letzte. Fahren eigentlich so auch. Die Jungs wie Tandem fahren. Man tritt und bist du zweit irgendwie. Zwei Sattel. Ja, okay, weiter. Eine hätten wir noch. Und zwar, Fremdgehen muss nicht immer küssen, berühren oder flirten sein. Wenn du Nachrichten löscht, damit sie deinen Partner nicht sieht, bist du schon längst dort angekommen. Alles klar, K1. Wir treffen uns auf der anderen Seite, Bruder. Okay, mach mal die. So, die Auswahl. Ich glaube, K1. K1. Wer könnte noch dabei sein? Aber ich sag's euch einfach. Babassat und Alpagan, jetzt dürft ihr umdrehen. Die Zeit läuft ab jetzt. Also, ich finde, weil es so schön ist, lies mal die erste nochmal vor und sag mal, wer sie geschrieben hat. Die Qualität einer Frau erkennst du nicht daran, wie viele Männer sie hatte, sondern wie viel sie abgelehnt hat. Ich möchte sagen, das ist von Babassat. Richtige Antwort und auch du hast sie Babassat zugeordnet. Ja, aber das ist sein Blatt. Ich habe sein Blatt in der Hand. Naja, ich konnte ja eure Schrift nicht erkennen. Das ist jetzt also... Aber ich habe dieselbe Antwort. Ihr habt auf jeden Fall... Ja, Kev. Ja, schau mal, merkst du, das ist ein bisschen verwirrt jetzt, ne? Auf jeden Fall habt ihr beide 10 Punkte und ja, die nächste darfst du gerne nochmal vorlesen. Ja, das war das zweite. In einer Beziehung ist es wie bei einem Banküberfall. Du brauchst einen richtigen Komplizen, sonst wird das nichts. Nix.
Das war so, ja, hätte ich da irgendwie zugeordnet, so Banküberfall. Passt gut zu Alpagan. Na ja, irgendwie schon hat die Aussage gepasst, so, ja. Auch das ist richtig. Habt ihr beide richtig zugeordnet, nochmal jeweils 10 Punkte und somit brauchen wir es ja eigentlich nicht nochmal. Also am Ende, da wart ihr euch, warst du ja sofort auch K-1. Eh schon K1. Er macht jetzt den Facebook selber, habe ich gehört. Willst du es nochmal vorlesen, so wie, K1 es quasi in seinem Kopf gedacht hat, als er es verfasst hat? Fremdgehen muss nicht immer küssen sein, berühren oder flirten. Wenn du Nachrichten löscht und sie deinen Partner nicht sieht, bist du schnellstens angekommen. Im Endeffekt. Wow, ey, keine Ahnung, ich finde sowas, also ich finde ja sowas deep. Und ich finde sie auch, hatten Kay und Senna eigentlich mal was? Die würden gut zusammenpassen. Die machen immer sehr, die haben, glaube ich, sehr ähnliche Ansichten. Ich glaube, nee, guck mal, er war doch, Mitteilungsbedarf, was er war doch mit Mandy zusammen und Mandy und Senna sind doch gut befreundet. Ja, bestimmt, war deswegen auseinander, oder? Nein, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Ja, siehst du, jetzt sind wir hier richtig beim Trash angekommen, also. Gossip Quiz. So, der Punktestand. Der neue Punktestand. Ihr habt jeweils beide 30 Punkte dazu gewonnen. Das heißt, wir sind. Ich mache immer 50-40. Nicht, dass wir uns wieder verrechnet haben und ich wieder am Ende der. Mauli. Sind wir uns sicher, ja? 50-40? Ja, 50-30. Okay. Also, neuer Punktestand: 50 für Mauli, 40 für Ali. Hier mit die Ansage, ne? Das wird schon 70-30 zu meinen Gunsten enden heute. Ernsthaft auch. Ich wollte richtig antworten, aber du weißt ja, was ich wurde damals. Weiter geht's, würde ich sagen. Weiter geht's. Nächste Frage. Ihr habt auf jeden Fall wieder drei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Die Frage lautet: Frauenarzt war vor einigen Jahren mal in der Talkshow von Andreas Türk zu Gast. Mit welcher Aussage betrat er die Show? A. Die Gang ist mir wichtiger als meine Freundin. B. Ich als Italiener habe viel Sex. C. Ja! Die Gang ist mir wichtiger als die Freundin. Safe! Ja, ja. Also ich auch. Ich wollte noch so ein bisschen warten, aber. Kannst du dich jetzt gerade ernsthaft wieder dran erinnern, einfach? Ich glaube, ich kann mich dran erinnern, auch wegen BC. Auf jeden Fall die Aussage. Die war ja mit dabei. Aber das war ja, ich dachte gerade, ich habe gerade überlegt, welchen Satz er zuerst gesagt hat. Aber das war ja der Satz, den der Ansager, also dieser Moderator gesagt hat so. Die Gang ist mir wichtiger als meine Freunde. Mit diesen Worten, das Ding ist. Ja, so. Aber nee. Scheiße. Richtige Antwort, 10 Punkte für dich. Was perfekt. Was war C? C wäre gewesen, ich betrüge meine Freundin und stehe dazu. Naja, gut. Also. Naja, gut. Also ich würde sagen, wir sind wieder komplett bei Null angekommen, also es steht 50-50. Nur eine halbe Stunde verpempert, aber ansonsten alles alles wieder beim Alten. Ich mache mal 50-50 mit Mauli bei Trash Quiz. Wir hätten aber zum Beispiel, also eigentlich sind es ja 10 Fragen, aber sollte es so sein, dass am Ende immer noch Gleichstand gibt, dann haben wir noch eine Stechenfrage für euch. Okay. Nummer 7 im Trash Quiz. Yeah. Ali gegen Mauli. Wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Ja. Das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen. Moneyboy hat ja vor einiger Zeit eine Liste der schwänzte deutscher Rapper veröffentlicht. Und da gab es ja auch eine Einschätzung von Moneyboy gegenüber dem Penis von Crow. Jetzt habe ich drei Auswahlmöglichkeiten und ihr müsst sagen, wie Moneyboy Crows Penis eingeschätzt hat. A. So tief bin ich nicht drin, Alter. No homo though. Pause. So tief bin ich nicht drin. For real. Aber egal. Ja, aber hören wir uns doch mal an. Und die sind alle Antwortmöglichkeiten aus dieser Liste? Oder habt ihr denn wieder Haram? Ich glaube, die sind alle so von Moneyboy. Favorisiert. Die sind alle so von Moneyboy auf jeden Fall zugeordnet worden. Aber ihr müsst jetzt natürlich. Ja. Seid ihr bereit? Also, hat Crow denn nach Moneyboys Meinung entweder A, einen athletischen Penis? B, B, eine gute Wurst? Oder normaler und spektakulärer Pint? Fuck. Wow, warte, ich muss kurz mal den Zeher holen, wow. Wow, okay.
Ich möchte mein B. B möchtest du? Ja, ich glaube, ich möchte B. Die gute Wurst. Und spektakulärer Pin wäre auch funny. Ich glaube, also ich habe den McCraw hab ich drüber gelesen. Aber ich glaube B. Du glaubst B? Somit muss ich dir leider sagen, das ist leider falsch. Es ist C. Ich sag dann C. Dann ist das die richtige Antwort. Was war C? C war ein normaler, unspektakulärer Pint. Oh Gott. Mann, es war zu gut, um ausgedacht zu sein. Verdammt. Ich mach immer 60-40, wir bauen lieber, ey. Ist, oder 50? Irgendwas ist. Du hast 10 verloren. Und du hast jetzt 10 gewonnen. Nein. Boah, ganz billiger Abstauber, Alter. Die rechten 1 Meter vor der Torlinie stehst du immer. 70-30. Es gibt kein Special, es gibt wieder 3 Antwortmöglichkeiten. Und die Frage... Das war schon so der untere Zenit, oder? Also so die Frage davor jetzt. Trash-Quiz, ne? Was habt ihr erwartet? Also? War Killer. Viel besser. Nächste Frage lautet... Welcher Bravo-Hip-Hop-Titel, also von der Bravo-Hip-Hop-Spezial, ist frei erfunden? A. Fari, Bang und Haftbefehl, übernehmen Sie das Rap-Game? B. K1, Beef und Liebeskummer? C. Bushido? Das kann doch nicht sein, Mann, was ist denn mit dir C. los? Ey, was hat dir der Teufel gesagt, was wir drücken wollen? Deine Antwort ist C. C. Deine Antwort ist falsch. Ah, fuck. Ich weiß ganz genau. Ich habe ja noch nicht mal zu Ende gelesen. Ich könnte dir jetzt einfach noch C vorlesen und dann kannst du dich ja auch entscheiden, welche Antwort du nimmst. Nee, sag mal nur A oder B. Wenn C falsch ist, dann muss ich ja nicht hören. Naja, aber du... Achso, stimmt. Das ist das Trash-Quiz. Ja, ich kann auch nicht mehr logisch denken. Nee, alles gut. Dann hau mal A und B raus. Nochmal. Also entweder Farid Bang und Haftbefehl, übernehmen Sie das Rap-Game oder K1, Beef und Liebeskummer. Weil ich war mir so sicher, dass ich... Also warte mal, Titel ist aber nicht vom Artikel, von der... Welcher Titel ist frei erfunden? Ja. Nee, sorry, also Beef und Liebeskummer war nicht auf dem Dings. Das war bestimmt so ein Artikel mal, aber das war kein Cover. Ich glaube nicht. Was ist deine Antwort? Bang, übernehmen Sie das Rapping, ist auch voll behindert. Hätte auch gepasst zu dem. Nee, ich glaube B. Du hast B ausgewählt und das ist die richtige Antwort. Ah... Aber ich schwöre, es war ein Artikel. Ich habe ihn bestimmt gelesen damals. Ja, egal. Aber ist doch das ist voll lame, jetzt da hier irgendeine Bravo-Hip-Hop-Frage zu stellen. Beim Trash-Quiz ist das lame. Denn, wie lange ist das denn schon her? Das ist doch Trash schon... hat doch kein Alter. Also Trash kann doch neu, alt. Wie steht's denn hier? Ich glaube, es hat sich schon wieder gedreht. Ja, oh Gott, ne? Schon wieder 50 Faces. Also ihr beide, ihr macht es echt spannend, ne? Kreis, ey. Ihr macht es auch sehr, sehr spannend. Ihr seid auf dem Trash-Level einfach komplett auf derselben Stufe. So, und jetzt gibt es die vorletzte Frage. Und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn es gibt keine Auswahlmöglichkeit von mir. Aber ihr müsst dafür auf jeden Fall 2 Antworten geben. 2. Keine Möglichkeiten, aber 2 Antworten. Welche Rapper sind laut Massiv noch nie Achterbahn gefahren? Wow. Die ist echt super. Noch nie Achterbahn gefahren. Welche Rapper? Snagger und Pillard. Falsche Antwort. Oh. Ah, fuck. Jetzt habe ich aber 10 Punkte verloren. Minus 10 hier auf jeden Fall auf dieser Seite. Du kannst jetzt noch 10 abstauben. Aber überleg doch mal, welche Rapper könnten denn laut Massiv und warum noch nie Achterbahn gefahren sein? Weil die so klein sind und mit welchen kleinen Rappern hat er denn Beef? Hat er mit Fahrt Beef gehabt? Nee, ich sag nichts, keine Ahnung, ich hab wirklich keine Ahnung. Jetzt wär's dir eingefallen? Ich weiß es nicht, aber ich kannte halt jetzt nur Massiv, hatte doch mal Beef, mit Snagger und Pillard irgendwie. Aber da gab es ja auch noch 2 andere Herren, mit denen er ein bisschen Beef hatte und die Antwort wäre gewesen PA Sports und Alpagan. Na gut, aber somit steht es 50-40. Oha, und jetzt kommt die letzte Frage. Das heißt, du musst jetzt aufholen, sonst gibt es keine Stechenfrage mehr, dann hat Mauli gewonnen. Lass mal Stechenfrage noch machen, oder? So, und weil du ja auch gerade dich schon beschwert hast, es wird jetzt noch ein bisschen älter. Also, ne? So, nur als kleinen Tipp. Es gibt wieder keine Antwortmöglichkeiten. Ihr sagt einfach die Antwort. Wer rappte folgende Line? Mein Herz, das brennt lichterloh
von Karlsruhe bis nach Itzehoe? Trooper the Dawn. Richtige Antwort! Richtige Antwort! Yes. Weißt du auch, auf welchem Song? Das weiß ich leider nicht. Hypnotized. Ah, genau. Yes. Von dem Song kennst du eine Lion? Shame on you, dog. Das ist trash. Das ist nice. Also, ja, geil. 50-50, Gratulation. 50-50, also spannender hätte es nicht laufen können. Wir brauchen nochmal die Blätter, denn die letzte Frage ist eine Schätzfrage, also die Stechenfrage. Und zwar, ihr müsst jetzt, wie gesagt, was schätzen. Ihr habt dafür eine Minute Zeit und danach werden wir einfach gucken, wer näher dran ist. Und derjenige hat dann das erste und vielleicht letzte Trash-Quiz gewonnen. Die Frage lautet, also ab dem Moment, ab dem die Frage zu Ende gestellt wird, stoppt ihr die Zeit, ne? Perfekt. Wie viele Tweets hat Moneyboy mit seinem alten Twitter-Account gepostet? Die Zeit läuft. Zeit ist um. Jetzt darfst du auch nochmal. So, nicht, dass wir hier wieder die Blätter vertauschen. So, das ist Maulis Antwort. Du kannst es ja gerne mal laut sagen. 400.000, glaube ich. 400.000. Wie viel hast du? 34.000. 34.000, das ist natürlich ein Riesenunterschied jetzt. Meinst du so wenig? Es ging um Tweets, oder? Findest du das wenig, 34.000 Tweets? Der Moneyboy ist doch ein Monster, der macht doch jeden Tag. Der hat doch in einer Stunde 20 Tweets. Und retweet noch von jedem 16-jährigen Girl und so, dann kommt was zusammen, oder? Also 34 finde ich krass wenig, glaube ich nicht. Die richtige Antwort lautet 40.700 und somit haben wir einen Gewinner im Trash-Quiz. Du warst Moneyboy sehr, sehr nah dran. Herzlichen Glückwunsch, Alias, du bist unser erster Trash-Quiz-König. Das ist richtig scheiße. Ich weiß nicht, ob man stolz auf diesen Titel sein kann, aber... Also, sagen wir nur, wenn es halt jetzt irgendwie vielleicht nochmal fortlaufend ist und es vielleicht weiter etabliert wird. Aber im Endeffekt, also so von den Fragen her, also da war ja alles irgendwie auch mal dabei. So auch mal eine Line-Frage, was für Lines gedroppt worden sind. Und also so ein bisschen Wissen musste man auch mitbringen. Und man muss sagen, Mauli, du hast dich wirklich sehr, sehr gut geschlagen. Also bist jetzt nicht enttäuscht, oder? Nein, es war schön. Es war, we got our ups and downs, but you know, we were right. Ich fand schön, dass die Spannung die ganze Zeit gehalten wurde. Ihr seid tatsächlich auf einem ähnlichen Level. Ich wünsche euch in Zukunft weiterhin viel Spaß mit Trash in jeglicher Form. Wenn ihr noch was loszuwerden habt, dann gerne. Also vielleicht möchte der Sieger noch eine kleine Ansprache halten. Ja, also wahrscheinlich will da ja, also wenn irgendjemand Bock hat, da mitzumachen, soll er gerne mitmachen. Mir ist egal, was ich meine. Ja, genau. Aber also er war auch, eigentlich wusste er mehr als ich, hatte ich eigentlich den Eindruck. Am Anfang war ich ein bisschen trippy, Alter. Ich habe diese Minuspunkte unterschätzt, ja. Ja, gegen Ende habe ich dann so ein bisschen noch abgestaubt, oder? Würde ich jetzt sagen so. Lass mich jetzt nochmal die letzte Stunde zusammenfassen und... Das ist Trash, ey. Das ist Trash, Chris. Dann danke ich euch und viel Spaß noch auf dem Splash, ne? Ja, super. Jetzt pisst's end. Ja, deswegen ist es eigentlich auch egal. Seid lieb. Ciao.